Neue Park Ranger, es wird Zeit für die Dino-Schule. Bereit für weitere Dino-Fakten? Ja! Okay. Aber man könnte doch einfach auch googeln. Ja, aber was, wenn du keinen Empfang hast? Man muss vorbereitet sein. Und außerdem bleibt dir manchmal keine Zeit zum Googeln, wenn dich ein T-Rex gerade fressen will. Okay, also ich hoffe, ihr habt euer Handbuch gelesen, denn es ist Zeit für ein Quiz. Cool. Wir starten mit den Dino-Namen. Ankylosaurus. Und wie heißt dieser Dino? Allosaurus. Und welcher ist ein Fleischfresser? Allosaurus. Ja, oh Mann. Welcher Parkranger ist ein Trottelosaurus? Was? Ich habe vergessen, die Zäune zu checken. Wir machen mal eine Runde und überprüfen, ob sie noch an sind. Ansonsten sind hier bald keine Dinos mehr, über die wir was lernen können. Dann kommt ihr Parkranger. Gehen wir! Ich habe die ganze Hose voller Sand. Dieser Zaun ist sowas von kompliziert. Es nervt, ihn jeden Tag zu kontrollieren. Okay, zählt mich ein, Parkranger. Eins, zwei, drei! Oh. Ich frage mich, was für eine Art von Ranch das ist. Ich werde es herausfinden. Hallo zusammen. Hallo. Hi, ich bin Olivia. Uns gehört die Pferderanch an der Straße. Was für Tiere habt ihr denn auf der Ranch hier? Darf ich sie sehen? Nett, dich kennenzulernen, Olivia. Ich bin Parkranger Darren, das sind Parkranger Naomi und Parkranger Asher. Und wir sind für diesen Park zuständig. Die Tiere sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich, bedauerlicherweise. Aus Gründen der Sicherheit. Ja, aber ich liebe Tiere sehr. Und besonders die niedlichen kleinen Süßen zum Streicheln. Oh, und es wäre toll zu sehen, was ihr für welche habt. Oh, eins kannst du mir glauben, bei uns gibt es keine Süßen und Niedlichen. Und auf gar keinen Fall kann man sie streicheln. Ja, bei uns gibt es solche nicht. Aber es war nett, dich kennenzulernen. Viel Glück mit der Pferderanch. Und wir drei machen weiter. Bye! Bye! Gut, dass wir sie abwimmeln konnten. Absolut. So leicht könnt ihr mich nicht loswerden. Sie haben keine Ahnung, dass ich die Technikmagierin bin. Ich kann jeden Zaun hacken mit einem Tablet oder Handy. Geht ganz einfach. Unten, Magierin drin. Okay. Bereit für noch ein paar Dino-Fakten? Ja! Welcher dieser Dinosaurier ernährt sich von Pflanzen? Parkranger OP! Parkranger OP? Aber ich dachte, der isst am liebsten Schnitzel. Nein! OP ruft an! Hey, OP, was ist los? Ich wurde alarmiert. Da ist jemand auf der Ranch. Wie ist das möglich? Ein Eindringling? Wir waren doch gerade auf Soundcheck. Die Paddock-Töne sind ungesichert. Ihr müsst nach den Dinos sehen. Oh nein. Ich überprüfe die Zäune. Ihr beide seht nach den Dinos und stellt sicher, dass sie vollzählig sind. Hoffentlich habt ihr eure Handbücher gelesen. Jetzt ist keine Zeit mehr, um was zu googeln. Beeilt euch. Bye, Obi. Los, komm. Komm, wartet auf mich. Tiere! Es muss doch ein paar süße Tiere irgendwo geben. Vielleicht ja niedliche Ponys oder sogar mega süße Welpen oder ganz kleine Lämmchen. Oh. Süße kleine Löwenjungen. Hey, ihr Löwenbabys! Wo seid ihr? Ich habe getrocknete Fleischstückchen, nur für euch. Ein Geschenk von der Technikmagierin. Moment. Mama Löwin? Ah! Was mache ich denn jetzt? Okay, die Triceratops sind vollständig. Oh, ein Plateosaurus. Wart mal. Ich glaube, das ist ein Brachiosaurus. Stimmt.
Du hast recht. Ein Brachiosaurus. Und es müssten 3 da sein. Komm, wir zählen weiter. Beeilung! Okay. Kein Dinosaurier kommt an mir vorbei. Hat da gerade ein Mensch geschrien? Der Eindringling? Er scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ich gehe besser mal nachsehen, ob er Hilfe braucht. Tut mir leid, Mama Löwin. Bitte, bitte tu mir nichts. Parkranger Darren, bitte kommen. Ein Stegosaurus ist ausgebrochen. Und bewegt sich auf dem westlichen Sektor. Ich muss dich stoppen, Stegosaurus. Aber der Eindringling. Aber der Stegosaurus. Parkranger Darren, bitte kommen. Ja, ich höre euch. Aber ich bin nicht mehr so wirklich im westlichen Sektor. Was? Also ich hörte den Eindringling. Und ich bin überzeugt, er braucht Hilfe. Ah. Ich habe verstanden. Ich gehe jetzt zum westlichen Sektor. Ihr beide helft dem Eindringling. Und wie willst du das rechtzeitig schaffen? Ich schaff das schon. Okay. Die Dino-Sneaker! Ich finde, du solltest sie immer tragen. Ja, das sollte ich. Vielleicht. Parkranger David, bitte kommen. Ich bin auf dem Weg. Wir treffen uns im nördlichen Sektor. Ich glaube, der Eindringling ist dort. Oh nein, mein Lieber! Komm schon, jetzt klemmt das Ding schon wieder! Oh nein, was mache ich jetzt bloß? Ich habe eine Idee. Ich mache einen falschen Zaun. Bye. Ich liebe diese Sneaker. Olivia! Allosaurus! Er will an die Fleischstückchen. Allosaurus! Hol dir doch den Snack! Das war wohl nix. Warte! Nicht auf Olivia! Bitte, so schlecht schieße ich auch wieder nicht. Ich hab das Klicki-Klicki. Das geht aber nur bei den Raptor. Nein, Mann! Das steht doch im Dino-Handbuch. Es geht bei beiden! Oh nein! Er kommt rüber! Runter! Allosaurus, stopp! Allosaurus, hau jetzt ab! Ja. Wach auf, Olivia! Hey, wo bin ich? Hier war ein Dinosaurier! Ja, du hast wohl einen Traum. Ja, geträumt von einem Dinosaurierpark. Komm, ich helfe dir hier mal runter. Schön langsam. Olivia? Ja, sie hatte einen Traum. Aber der Dinosaurier wirkte so echt. Ja, die Träume wirken oft so real. Auf der Rückseite ist ein Knopf, der resettet das Sicherheitssystem. Also jetzt mach's gut. Und nächstes Mal lass die Finger von unserem Sicherheitssystem. Das ist nicht cool. Irgendwas stimmt nicht auf dieser Ranch. Und ich werde herausfinden, was es ist. Und nichts, gar nichts verbirgt sich der Technikmagierin. Wir sollten unser Sicherheitssystem verbessern. Die Technikmagierin?
Hab schon bessere Namen gehört. Ja, aber den vermerken wir in der Dino-Datenbank. Ebenso, dass Parkranger Darren seine Lektionen wiederholt. Klicki, klicki. Allosaurus. Raptor. Nicht zu glauben. Alles klar. Okay, Parkranger OB. Ich habe die Raptor-Kamera zum Laufen gebracht. Siehst du sie? Ja, hier. Oh, hi. Hallo. Du siehst mich, Parkranger OB? Ja, ich sehe dich. Großartig, okay. Diese Raptor-Kamera ist einfach spitze. Wir setzen sie dem Raptor auf, setzen ihn auf den Dino-Master an. Ja. Der Dino spürt ihn auf, wir folgen ihm und fangen den Dino-Master. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Raptor. Ja, ich halte das trotzdem nicht für unsere aller schlauste Idee. Ach was, das ist doch genial. Die Idee mit der Raptor-Kamera ist super. Wir brauchen nur noch einen Raptor. Oh, Raptor im Anmarsch. Oh ja, du hast recht, da ist einer. Psst, ganz ruhig. Alles klar, behalt den Bildschirm im Auge. Also gut, ich hab den Klicki-Klicki und bin gleich zurück, okay? Ja. Bis sofort. Warte, du hast die Dino-Master-Maske. Die Dino-Master-Maske, die wir gefunden haben. Alles klar. Okay, Raptor. Bleib da stehen. Warum genauso. Gibst du ihm ganz nicht gut. Die Maske? Noch nicht, Parkranger ja. Obi. Er soll mich erst mal wahrnehmen. Okay, Raptor. Wer ist hier der Chef, hä? Und hat das Klicki-Klicki, hä? Du nimmst uns jetzt die Arbeit ab, klar? Du setzt diese neue Raptor-Kamera auf und findest den Dino-Master, klar? Also ganz ruhig, Raptor. Stillhalten. Ganz ruhig. Alles gut. Braves Raptorchen. Steht dir ganz ausgezeichnet. Geschafft, Parkranger Obi. Siehst du's da? Ja. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay, Raptor. Du suchst jetzt den Dino-Master, klar soweit? Oh, ja, 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 alles klar. Woher sollst du wissen, wie der Dino-Master aussieht? Kannst du nicht. Aber ich kann dir zeigen, wie er riecht. Ich habe seine Maske bei mir. Die haben wir gefunden. Erinnert sie dich an was? Hier, mein Kleiner, schnupper doch mal. Ja, 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 ja. Die Dino-Master-Maske prägt dir seinen Geruch gut ein. Okay, Raptor, jetzt weißt du, wie er riecht. Dann such nach ihm! Jetzt schnell, Parkranger Obi. Ja. Wir brauchen die Raptor-Sicht. Ja. Zeig her. Alles klar. Ja, okay. Ja. Gut so. Man sieht was. Hey. Ja. Hey, das ist doch der Weg zum Klohäuschen. Das? Ja, ja, ja. Da ist die Gartentoilette. Ja, ja. Er ist dem Dino-Master dicht auf den Fersen. Dino-Master, wir kriegen ihn. Jetzt kommt der Raptor dich holen. Ja. Oh, wo ist er jetzt? Oh, rasender Raptor. Oh. Rennt ja richtig. Oh, er hält an. Oh. Das ist ein Baumstumpf. Ah, okay. Sehr gut. Mann. Okay. Dieser Dino-Master ist da irgendwo. Der Raptor wird ihn schon finden. Er geht anscheinend zum anderen Ende des Parks. Oh ja, jetzt kommt die Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd. Ja. Oh, wie der sich da durch die Bäume schlängelt. Oh, oh, da ist eine Gabelung. Geht er nach da? Ja, da lang, da lang. Ja. Ja, mach schon. Er nimmt Fahrt auf. Was? Was ist passiert? Was ist das? Sieht aus wie eine weiße Kiste. Dem Raptor muss was passiert sein. Ist er hingefallen? Oder die Kamera? Wir müssen sofort los und sehen, ob es dem Raptor gut geht. Wir brauchen die Kamera, unsere Schwimmerpfeile und müssen herausfinden, was in der Kiste ist. Ja. Achtung, ich komme. Und jetzt los. Ja. Yeah. Geladen. Keine Angst, Raptor. Wir eilen dir zu Hilfe. Gesichert. Gesichert. Alles überprüfen. Wo steckt der Raptor? Oh. Warte mal, er ging doch da lang. Oh, okay. Auf geht's, gehen wir. Oh Mann, du bist nicht der Raptor. Nein. Wo ist der Raptor? Okay, Raptor, komm zu Papi. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Hey, bist du da oben? Nein, kein Raptor oben. Okay. Pass auf. Sonst schießt du noch versehentlich jemanden ins Schlummerland. Wen denn? Was? Na, mich. Okay. Okay, bist du hier, Raptor? Kein Raptor weit und breit. Raptor, magst du eine Papaya? Wie kommst du darauf, dass er Papayas mag? Weiß nicht. Okay. Ich hätte jetzt auch gerne eine. Also das ist ja schon leicht. Raptor aufspüren. Oh, da, auf 12 Uhr. Oh. Ist das nicht die weiße Kiste aus dem Video? Genau. Und die Kamera. Das ist ja...
Oh oh. Oh oh. Eine Raptor-Kamera ohne Raptor. Ja. Weißt du was? Ich glaube, der Dino Master hat unseren Raptor eingefangen. Oh, nicht schon wieder! Das ist von ihm übrig geblieben. Prima. Na, sehen wir mal nach, was in der weißen Kiste da ist. Ja. Hm, hab alle Schlummerpfeile fallen lassen. Ja, sammle ich später auf. Okay, ja. Warte, nicht so schnell, großer Kleiner. Warum? Vielleicht ist das eine Sprungfalle. Hm? Heißt das nicht Tretmine? Ja, die ausgelöst wird, wenn das Gewicht ja. fehlt. Halte bitte mal. Das halten? Mir kam gerade eine Idee. Was? Was willst du damit? Was hast du vor? Ich bezweifle, dass das Gewicht identisch ist, aber der Erfolg zählt. Okay. Du hast sie, alles klar. Perfekt, schauen wir nach. Moment. Die ist verschlossen. Gut. Mist. Wir bringen sie zum Dino-Headquarter und versuchen sie zu öffnen, okay? Alles klar. Weißt du was? Nimm du die Schlummerblaster und ich die Kiste. Gerne. Gut, besser. Und los. Wow. Oh, da ist sie. Okay. Mann. Eine stabile, schwere Kiste. Ja. Was mag drin sein? Wir müssen die jetzt irgendwie öffnen, ja. oder? Wie bloß? Du weißt was? Hey! Hammer und Meißel, wir hauen das Schloss weg. Yeah. Doch erstmal schützen wir deine Augen, ja. okay? Okay. Ich nehme die alte Schutzbrille hier. Okay, so. Ja, ungefähr so. Ja. Alles klar. Dann mal los. Meißel den Plunder komplett weg, okay? Oh Mann, nicht mal einen Kratzer sehe ich. Nichts! Okay, wir brauchen was Stärkeres als Hammer und Dings da, um das klein zu kriegen. Das ist aber auch ein hartes Schloss. Was? Alles klar, die Kraft meiner Fäuste. Nein, das wird nicht gehen. Wir brauchen etwas wirklich Starkes. Und ich weiß auch was. Was? Ja, pass mal auf. Wir fahren jetzt schwere Geschütze auf, okay? So, mal sehen. Hinten bleiben. Klar. Und natürlich immer einen Sichtschutz tragen, wenn diese Bad Boys am Start sind. Das hat's gebracht. Yeah! Wow. Dieser Bad Boy ist jetzt dran, okay? Okay. Hey, hey. Geschafft. Alles klar, die können jetzt weg. Mhm. So, mal sehen, was da drin ist. Ja. Ja, alles klar. Okay, was hat uns der Dino Master wohl hinterlassen? Das hier. Oh Mann, das sind ja nur Chips. Verpackungschips, nicht mehr essbar. Oh, halt, Moment. Ein Dinosaurier-Ei. Ist nicht wahr. Wow, halt mal. Hier. Noch ein Dinosaurier-Ei. Wow. Der klaut die ganzen Dinosaurier-Eier. Die müssen in den Brutschrank, sonst sterben okay. die ab. Ja. Da hinten. Sofort rein damit. Hm. Okay, alles klar. Den alten Brutschrank geöffnet und die Eier rein. Sanft ins Nest gelegt. Oh, Parkranger Aaron. Was? Da ist sogar noch was unter den Chips. Was? Klingt da ist irgendwie... noch was drin? Ja. Okay, was denn, was denn? Oh, wow. Wow. Ein extrem verschärfter Monster Truck. Ja, ein Triceratops. Das ist ja der Hammer. Ja. Hey, Moment mal. Da ist ja sogar noch was drin. Jetzt? Oh ja, hier ist es. Wow. Wow. Noch einer davon. Ein Dinosaurier-Monster-Truck. Ist das cool. Yeah. Na, diese Bad Boys sollten wir direkt mal auspacken, ja. oder? Fantastisch, auf geht's. Woohoo. Okay, Park Ranger OP, yeah. wir haben unsere Monster-Dino-Trucks hier. Yep. Bereit für ein Rennen? Yeah. Mal sehen, wer gewinnt. Aber zuerst, was kann deiner so? Okay, die Reifen leuchten und er macht Kraft. Ah, klingt wie auf dem Rummelplatz, okay. Was hat meiner so drauf? Okay, ich habe irrsinnig viele Knöpfe. Warte, warte. Meiner leuchtet auch. Funkelnde Triceratops-Augen. Klingt ja wie bei einer Paintball-Schlacht. Ja. Und auch kirmesmäßig, oder? Nee, das eher nicht. Superklasse. Ich drücke auf den Knopf, dann bin ich startklar. Und du schiebst deinen an, oder? Ja. Na dann mal los. Wir zählen auf drei. Eins, auf die Plätze. Fertig. Los! Was denn? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt aber. Jawohl, der geht ab wie ein... Naja, was macht der denn? Gewonnen!
Park Ranger Obi hat gewonnen. Meine ist ganz weit hier rüber. Oh Mann. Hier, sieh mal. Hast gewonnen. Oh yeah. Euch. Minuten früher. Ich denke nicht, dass er diese Ausrufezeichen am Ende mag. Aber es macht doch so viel Spaß, jemandes Geburtstag vorzubereiten. Und wenn man 365 Leute mit verschiedenen Geburtstagen kennt? Hm, das wäre super. Dann müsste man niemals mehr Kuchen kaufen. Überraschung! Ein Dimetrodon musste drauf. Ist schließlich Orsons Lieblingsdino. Der Bäcker hat wahrscheinlich noch nie so ein Dino gesehen. Er wird es lieben, Park Ranger. Genauso wie das fantastische Park Ranger Geburtstagsabzeichen. Aber ihr werdet nicht glauben, was ich für ein großartiges Geschenk für ihn habe. Ich bin mir sicher, dass er insgeheim glücklich ist, obwohl es so aussieht, als ob er weinen würde. Wisst ihr, was ich glaube? Orson liebt diese Dino-Babys total. Er traut sich aber nicht, das uns zu zeigen. Ja, du süßes Dino-Baby. Und du auch. Oh, ihr seid die putzigsten Dino-Schätzchen auf der ganzen großen Ranch. Oh, was seid ihr für goldige, süße Dino-Babys. Das ist okay. Ein Badetag ist halt ein Spaßtag. Die Inventur von unseren Fahrzeugen und der Technik? Mit wem redest du? Mit niemand. Park Ranger Asher? Kannst du dich bitte um die beiden Babys kümmern? Ich check das Ei. Klar, Park Ranger Orson. Das Baby kommt. Ach, Mist, ist das rutschig. Ich habe so viel Seife an den Händen. Ich kann es für dich halten. Park Ranger Orson an alle Park Ranger. Kommt schnell. Wir kommen, Park Ranger Orson. Wo sind die Babys? Ich weiß nicht. Ich war so abgelenkt von dem Ei. Ich wollte nur kurz checken, ob die Walkie-Talkies funktionieren. Weitermachen. Park Ranger Orson, Ende. Das war komisch. Oder? Naja, für Orson nicht wirklich. Die haben sich versteckt. Nun ja. Die Hütte ist nicht besonders geräumig. Wo also sollen sich hier zwei Baby-Dinos verstecken? Hinterm Inkubator. Oh ja! Mhm. Orson, du bist der erfahrene Leiter eines geheimen und angesehenen Schutzgebiets für Dinosaurier. Kapier's endlich. Ich glaube, wir sind fertig. Das sieht gut aus. Pteranodon! Das ist mein Lieblingsdino.
Die sehen aus wie prähistorische Pelikane. Picknicktisch Nummer 5 gewesen? Negativ, Park Ranger. Verstanden, Ende. Das war irgendwie eigenartig, oder? Nicht für Park Ranger Maisie. Ich hab ne Idee. Wie wär's, wenn wir ein paar Leckerli auslegen und sie in Ställchen locken? Gute Idee, Park Ranger Escher. Und jetzt? Das war deine Idee. Oh ja, dann warten wir. Ich glaube, das ist ein Pteinosaurus. Der Name bedeutet geflügelte Eidechse. Sie sind klein, aber sie sehen aus wie kleine Drachen. Oh Leute, das Abzeichen! Verschwindet! Ich weiß, dass der Kuchen nicht besonders gut aussah, aber das gibt euch noch lange nicht das Recht, ihn zu zerstören. Wenigstens haben wir noch unsere Fähnchen. Oh, Schischkebab! Dich, Park Ranger Wyatt. Dachtest du, ich würde dich an Orsons Geburtstag verschonen? Hm? Nicht jetzt, Dino Master. Wir haben Monsterprobleme. Die Raptor haben die Geschenke für Orsons Geburtstag gestohlen. Oh, okay. Da muss ich jetzt mal meinen Dino Master Kalender checken und morgen, da habe ich einen Arzttermin. Aber übermorgen, ja, da sieht es für dich ziemlich schrecklich aus. Ja, super. Danke. Was ist mit den Fahnen? Oh, die sind dann wohl leider weg. Gib mir sofort das Leistungsabzeichen zurück! Oh, hallo Leute! Na also, das war doch super einfach. Hi, Orson. Ich muss mich hinlegen. Ja, mach das. Ja. Sofort aufwachen. Ein Baby-Dino wird gleich das Licht der Welt erblicken. Endlich! Es ist soweit! Erwartete Ankunftszeit in 30 Sekunden, Park Ranger. Wir haben großartige Neuigkeiten. Oh-oh. Er kommt gleich. Leute, gute Nachrichten. Der Hut ist wieder da mit dem Abzeichen für unser Geburtstagskind. Warum habt ihr die Fahnen abgehängt? Welche Fahnen? Raptor-Schwierigkeiten. Ich bin echt gerührt. Ihr habt euch wirklich ins Zeug gelegt. Köstlich. Echt gut. Und wer kriegt wohl ein Geburtstagsabzeichen? Bekomme ich etwa ein Parkranger-Leistungsabzeichen? Und das ist von uns allen. Oh, die sind ja so süß. Das ist prima. Danke euch. Oh,
sehr beeindruckend. Danke. Und für deine Bemühungen verleihe ich dir das Pteranodon Ptama-Abzeichen. Was hast du noch alles im Ärmel? Eine kleine Überraschung habe ich noch. Darf ich vorstellen, unser neues Parasaurolophus-Baby. Parachute-O-Lophus? Parasaurus-Napholophagus? Es heißt Parasaurolophus. Interessant ist der Knochen an seinem Kopf, der bis zum Rücken herunterhängt. Und er frisst nur Pflanzen, ist also Vegetarier. Oh, die sind so süß. Hey, Orson. Ich dachte, du wolltest die Babys heute baden. Das ist eine lange Geschichte. Okay. Oh, Park Ranger Aaron. Hey, Park Ranger Obi, was geht denn so bei dir? Oh, ich bringe meine neueste Erfindung zur Dino-Forschermesse. Damit schlage ich alle. Oh, starke Sache. Klingt nach einer Menge Spaß. Hey, was willst du mit der grünen Decke? Oh, diese grüne Decke, die ist meine neue Erfindung. Die zeige ich bei der Dino-Forschermesse und hole damit den ersten Preis. Was ist so besonders an einer grünen Decke? Nun, das hier ist mein brandneuer Unsichtbarkeitsverschwindibus Dinosaurierumhang. Mit dem kann ich mich vor den Dinos verstecken. Ein Greenscreen funktioniert doch nicht wirklich. Das ist ein Fernsehtrick. Oh, nicht doch. Das ist kein gewöhnlicher Greenscreen. Ich wollte sagen Dinosaurierumhang, okay? So, pass auf, ja? Gleich staunst du. Ich muss ihn nur mal schnell überwerfen, okay? Und los geht's. Wo ist er hin? Ah, verheddert. Okay. Da verschwindet aber überhaupt gar nichts. Warte doch mal ab, es ist ja gleich soweit. Ja, ja. Ich brauche nur noch meinen besonderen Greenscreen, Dinosaurier-Umhanghelm. Und das war's. Alles klar. Hier, sieh genau hin. Ich nehme die Fernbedienung, schlage den Umhang zu und klick! Und wie du siehst, siehst du nichts. Was? Meine Beine! Oh Mann! Gar nicht gut. Klick! Egal, ich hole trotzdem den ersten Preis, den Hauptpreis. Bei der Dino-Forschermesse, klar? Na klar. Ganz sicher. Gut, und was ist so besonders bei deinem Ausstellungsobjekt? Hm? Das ist ein holographischer Projektor! Ein holographischer Projektor, damit sich die Dinos endlich ein paar Filme ansehen können? Nein, der ist zum Vertreiben von T-Rex. Ah, und wie soll das gehen? T-Rex wird wohl kaum Angst vor einem kleinen Bildchen haben. Ich zeig's dir. Was? Und was aufgepasst! Was soll das da unten ausrichten? Raptor! Ein Raptor! Ein Raptor! Mach den weg! Der wird uns fressen! Der verschlingt uns bei lebendigem... Was? Drangekriegt! Oh Mann! Ich hatte doch gar keine Angst vor so einer schwachen Nachahmung. Okay? Warum dann? Okay, okay. Naja, könnte funktionieren, wenn du noch andere Dinos nachmachen. Oh, die Zeit! Die Messe beginnt ja schon gleich. Wir müssen uns beeilen. Schnell, renn zum Wagen! Auf geht's! Ab zur Forschungsmesse, yeah! Wow. T-Rex! Versteck dich! Oh, oh! Okay, ich habe keine Ahnung, was der T-Rex jetzt hier will. Seit der Dino-Master unseren Zaun deaktiviert hat, woran ich nicht ganz unschuldig war, rennt dieser Saurier hier einfach überall herum. Ja. Okay, wir brauchen jetzt einen Plan. Wir müssen am T-Rex vorbei und zum Wagen. Und das schnell, sonst verpassen wir die Forschermesse und ich kann den ersten Preis vergessen. Ein das kannst Plan du aber muss auch her. So. Komm schon. Denk nach. Mach schon, Mini Einstein. Denk. Ich weiß, du kannst es. Was tun? Was tun? Ich hab die Lösung. Was? Ich gehe einfach unter den Unsichtbarkeitsumhang. Was? Warte, wie? Du willst da raus? Ja, was? Ich bin klein, weißt ja, du? Ja, das könnte vielleicht funktionieren. Du ja. bist klein genug und passt da drunter, ohne dass deine Beine im Freien herumhängen, okay? Ja, lass das probieren. Moment! Und wie soll ich dann zum Wagen kommen? Oh, folgende Idee! Was? Lenk ihn ab! Dafür hab ich was! Und zwar das hier. Der fürchtet sich doch nicht vor einer Kuppel? Garantiert nicht. Nein, nein, nein! Der Projektor ist das! Das Dino-Hologramm von vorhin. Aber das war nur ein Raptor. Ein T-Rex wird doch davon nicht abgeschreckt, besonders wenn er gar nicht echt ist. Hier, ganz viele Dinosaurier. Da sind T-Rex, Dinophosaurus, Brachiosaurus. Oh, einen zweiten T-Rex, meinst du? Ja.
Okay, ich schätze, wir sollten es einfach... Jetzt aber schnell, die Messe beginnt jede Minute. Gehen wir! Oh, ich habe ganz vergessen, dass die Dinosaurier nach 30 Sekunden verschwinden. Deswegen beeil dich. Die vom Projektor? Ja. 30 Sekunden? Oh, okay, okay, lass es uns durchziehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Du musst dich beeilen. Okay, du kriegst das. Kurz tauschen. Hier noch dies und dann das da. Okay, gut. Weiter. Dann, okay, also, auf geht's, wir legen los, okay? Gut. Okay. Okay, Park Ranger Obi. Sehr, T-Rex. Gleich bin ich unsichtbar. Hat funktioniert. Funktioniert. Der T-Rex kann ich nicht sehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da ist er. Bleib unten, damit er dich nicht entdeckt. Gut so. Unten bleiben. Du hast es fast. Jetzt weiter. Ist es gleich geschafft. Pass auf, mach langsam. Du bist zu schnell. Okay, vergiss es. Renn los. Gut gemacht. Ausschalten. Okay. Rein damit. Gut, Park Ranger Obi hat es in den Wagen geschafft. Ich schätze, ich muss jetzt diesen komischen Hologrammprojektor starten und abwarten. Na dann, viel Erfolg. T-Rex, beachte mich gar nicht. Nimm das, T-Rex! Wow, das ist mal ein fettes T-Rex-Hologramm. Puh, nur 30 Sekunden. Ich sollte mal besser abhauen. Braver T-Rex, einfach nicht beachten. Dein Kämpfchen ist jetzt wichtiger. Jetzt aber schnell. Ich komme, Park Ranger Obi. Es hat funktioniert. Wir haben es geschafft. Jetzt aber nicht zieh weg hier. Ja. Na komm schon. Ganz einfach. Okay, okay, okay. Schnall dich an. Wir müssen hier raus. Weg vom T-Rex. Ab zur Forschermesse, okay? Ja, los. Er springt nicht an. Wo ist der Schlüssel? Ich kann nichts machen. Was ist denn los? Der Motor zündet nicht. Warum denn nicht? Der Schlüssel. Wo ist der? Ich habe ihn nicht. Hast du ihn? Nein, hier ist keiner. Ich schätze, der liegt noch im Dino-Headquarter. Warum nur? Nein. Gut, also... Na, dann holst du ihn jetzt. Nein, ach Quatsch, ich lass dir den Vortritt. Nein, 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 mach du doch. Du bist der jüngere Parkranger, somit darfst du ran, okay? Aber du als richtig alter Parkranger kennst dich aus. Es heißt einfach nur Senior Parkranger, nicht alt. Von mir aus gut. Ich hole ihn. Aber wie soll ich ihn holen? Denn weißt du, der holographische Projektor projiziert ja keinen T-Rex mehr zur Ablenkung. Über diese 30 Sekunden solltest du echt nochmal nachdenken. Wie soll ich das anstellen? Ich komme doch da jetzt nicht mehr vorbei. Wir müssen uns was Besseres einfallen. Aha, Idee! Was? Spuck's aus. Also, du nimmst das hier. Den Umhang? Ja. Du sagtest doch, ich bin zu groß dafür, weil meine Beine unten raushängen. Oh. Geh doch einfach in die Hocke. Na klasse, großartig, super, gut. Ich mach es, ich schaff das. Hier muss man auch alles selber machen. Dann brech ich mal auf. Nein, nein, nein. So, dann gib mir mal den Umhang. Ich zieh das jetzt durch. Wo ist der T-Rex? Sei doch leise, Tür. Alles klar, gut. Den muss ich jetzt hier irgendwie anziehen. Okay. In die Hocke gehen. Beeilung. Das passt doch vorne und hinten nicht. Umhang, hilf doch mal mit. Komm, lass mich jetzt nicht im Stich. Ja, ja, das sieht gut aus. Alles klar. Und auf geht's. Oh ja, ich werde unsichtbar. Na, T-Rex, wie gefällt dir das? Okay, T-Rex. Du siehst mich nicht, stimmt's? Wunderbar. Das Ding ist so gut wie abgefrühstückt. Bin schon fast da. Ciao, T-Rex. Bis gleich. Okay, T-Rex, sieh mal her. Gleich bin ich weg. Na, kannst du mich sehen? Wohl eher nicht, ich bin ja unsichtbar. Jetzt aber. Ich hab die Autoschlüssel und wir können endlich los. Alles Gute, T-Rex, und tschüss. Das Teil ist der helle Wahnsinn. Na, T-Rex, wo mag ich wohl sein? Ich mache ein kleines Tänzchen. Du siehst mich nicht. Oh, T-Rex, du hältst dich für so schlau. Park Ranger Aaron! Oh. Was, Park Ranger Obi? Der Umhang funktioniert nicht. Wie bitte? Was brabbelst du denn da? Der T-Rex sieht mich doch gar nicht. Doch, doch. Der Umhang funktioniert nicht. Er ist kaputt. Oh. T-Rex! Du siehst mich! Ich bin nicht mehr unsichtbar. Oh, ich mach die Fliege! Park Ranger OP!
Der Umhang hat versagt. Muss an der Batterie liegen. Mann. Und jetzt? Eine Idee wäre klasse. T-Rex will mich holen. Ich weiß. Hol sofort das Notfallhühnchen, Park Ranger OB. Notfallhörnchen. Hä? Was? Nein, nicht das Notfallhörnchen. Hühnchen, komm schon, auf geht's, los jetzt. Oh, na dann. Das da? Ja, genau das. Wirf rüber. Ja. Der T-Rex fällt drauf rein. Gut, ich komme. Hat funktioniert. Jetzt schnell. Dann renn rein. Los. Wir müssen los. Auf geht's. Los. Schneller. Los. Okay, jetzt aber los. Schlüssel ist da. Und Abfahrt. Er springt an. Jetzt nichts wie weg.